George had a very unique sound. It's not a normal voice. There was so much presence, so much resonance, that it was a phenomenon. Er war eine Erscheinung, die es alle 100 Jahre vielleicht einmal gibt. He was a wonderful man. And he was a man who liked women. And most men don't really understand women. But he understood women as much as any man can understand a woman. Auf der Bühne habe ich als Bösewicht die wunderbarsten Sängerinnen erschrocken. Unter ihnen Maria Callas, Renate Tebaldi und Birgit Nilsson. George had one of those voices. I call them, those are the voices of the century, of any century. Es war ihm auch furchtbar wichtig, eine Rolle bis ins Letzte auszuloten. Und da hat er in vielen Details wirklich eine schauspielerische Intensität gehabt, wie ich sie auf der Opernbühne fast nie gesehen habe. Er wird immer da sein. Er hat eine Ära um sich verbreitet, die so groß ist, dass, obwohl er jetzt schon so lange tot ist, die absolut ständig da ist. Also das ist, George ist einfach so wie Mozart, etwas Klassisches. Und das wird immer bestehen. Well, we need more people like George. He was a big talent. Oh, he was a very big talent. Also George London war Glücksfall, einzigartiger Glücksfall.